Game Boy, Advance Kalender. Game Boy, Advance Kalender. Mario Kart geht einfach immer. Ernsthaft, mir fällt keine Spieleserie ein, die sich so gut immer mal wieder dazwischen schieben lässt, wie das lustige Umherdriften und Bananen um sich werfen, aller Art. Und besonders perfekt ist es, wenn man einen Vertreter der Reihe sogar auf dem Handheld daddeln kann. Mario Kart Super Circuit war das erste Spiel der Reihe zum Mitnehmen. Und so kurzweilig es auch sein mag, ich habe so meine Probleme mit dem Spiel. Deswegen starten wir mal direkt mit den Details, denn Mario Kart muss ich ja wohl niemandem erklären. Was? Es gibt immer noch ein paar Leute, die sich damit nicht auskennen. Okay, dann mal in aller Ruhe zusammengefasst. Kamera schwenkt Lucky Two, grünes Licht und Blei im Schuh, roter Panzer, grüner Panzer, Fragezeichen Block. Gruselgeister runterfallen, gegen eine Palme knallen, Sante Sana, Squash Banana, Vorsicht, da ist ein Block. Dann kommt die Rainbow Road, die beste Strecke jedes Spiels. Definitiv. Okay, jetzt. Mario Kart Super Circuit ist nach Super Mario Kart vom SNES und Mario Kart 64 für den Nintendo 64 der dritte Teil der Reihe. Ich bin dabei kein großer Fan der Super Nintendo Variante, aber ein umso größerer Fan von Mario Kart 64. Und jetzt ist es leider so, dass Mario Kart Super Circuit deutlich näher am Super Nintendo dran ist. Dabei meine ich nicht nur die Perspektive und die Grafik oder die Tatsache, dass man zusätzlich zu den 16 Originalstrecken sämtliche Strecken von Super Mario Kart fahren kann. Das komplette Gameplay fühlt sich nahezu identisch an. Angefangen mal damit, dass man wieder Münzen sammeln muss, um bei Kollisionen nicht eine Pirouette machen zu müssen. Finde ich keine gute Gameplay-Entscheidung. Ich will mich darauf konzentrieren, die Strecke gut zu fahren und meine Items zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Ich will nicht noch irgendwelches Meta-Zeugs einsammeln müssen, um bestehen zu können. Zum anderen dieses elende Gerutsche in den Kurven. Verdammt nochmal, in Mario Kart 64 hat es sich so angefühlt, als würde man tatsächlich auf einem Untergrund fahren. Wieso mussten sie diesen verdammten Rückschritt machen? Gerade wenn man die filigrane Driftmechanik der späteren Spiele gewohnt ist, macht es einfach keinen Spaß, in Kurven den Gasbutton nur strategisch anzutippen, um nicht vollkommen auf den Grünstreifen abzudriften. Und schlussendlich will ich doch noch was zur Grafik sagen. Die Strecken sind schön und durchaus gut angelegt. Besonders hervorzuheben sind Jeep Jeep Island, Riverside Park und Broken Pier. Allerdings sind sie alle sehr flach und vom Backdrop abgesehen eher langweilig. Deutlich eintöniger, als es die Strecken von Mario 64 waren. Mir ist wohl klar, dass ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche und die Möglichkeiten des kleinen Bildschirms und der geringeren Hardwareausstattung des GBA sicher eine Rolle spielen. Allerdings hatte auch der Advance Rennspiele wie Need for Speed Underground, welche spielerisch zwar ziemlicher Murks waren, die aber ihren Strecken zumindest eine gewisse Tiefe gegeben haben. Trotzdem ist alles Heulen auf hohem Niveau. Eingefleischte Mario Kart Fans werden auf ihre Kosten kommen und auch sonst hatte ich meinen Spaß mit dem Spiel. Schade nur, dass es sich ein bisschen wie ein Rückschritt anfühlt und ich mir sicher bin, das hätte deutlich besser werden können.